Die Zigarrenfertigung hängt von Leuten mit weichen, elastischen Händen, vom Fingerspitzengefühl, Augenmaß, Denkvermögen und möglichst viel Willen ab. Das sagte bereits 1865 Otto Mangelsdorf, der als erster Fabrikant mit 60 Leuten die Zigarrenproduktion in Schöneck aufnahm. Ausschließlich in Handarbeit wurden die begehrten Rauchwaren hergestellt und seit 1937 war Hertha Scherzer dabei. Wenn du Zigarren hattest, heißt er nicht Hohenbraun. Ein Erwerbszweig, der viele Schönecker Familien über Jahre hin ernährte. Heute kennen nur noch wenige die manuelle Herstellung einer Zigarre. Darf zwischen Umblatt darf kein Einlager sein, sonst brennt er nicht. Jetzt muss ich schauen, ob es passt. Passt. Prima. Das hat man eben gelernt, ne? Das war eben die Lehre, die wir bei der Zigarre gelernt haben. Von Anfang an Rippen stapeln, Wickel machen und rollen. Ich habe 37 in dem Betrieb angefangen mit Arbeiten und war bis er zugemacht worden ist, 69 drin. Da haben wir eben alles gelernt, in kurzen Druck. Und dann muss eben der, das war ein wenig fest, kann auch passieren, muss ich eben noch mal raus tun. Und wir waren über 300 Beschäftigte. Aber davon waren 2/3 Heimarbeiter. Das waren die, die Zigarren gerollt haben. Die haben die fertigen Wickel hier geholt in Heimarbeit und den anderen Tag haben sie die fertigen Zigarren geliefert. Der Rottabak stammte aus Sumatra, Java, Mexiko oder Kuba und wurde generell vom Tabaklager in Bremen ausgeliefert. Das Geheimnis jedes Zigarrenherstellers war die richtige Mischung dieser Sorten. Und dann ist Wickel machen, dass um den Wickel höchstens zweimal ist das Umblatt rum. Wenn Sie da hier aufpassen, sehen Sie, ich nehme das mit dem Daumen hier hoch, drücke das mit dem Daumen hier vor. Jetzt sehe ich, jetzt habe ich ja nur noch so viel. Also geht es nicht mehr ganz um den ganzen Wickel rum. Und das ist doch, dann habe ich das noch mit dem Finger, bei Fingerfertigkeit musste das machen. Und dann das nach unten gedrückt, dann war das eben da hier hinten. Ne? Das ist hier der Kopf. Das ist der Kopf und das ist eben hier der Brand. Haben ja gesagt, das ist der Arsch und das ist der Kopf. Das sind 20 Stück in jeder Form. Und da muss man eben am Tag als Wickelmacher, wenn man was verdienen wollte, 1000, 1200 Stück. Gute haben auch noch mehr gemacht. Gab auch welche, die nur 800 gemacht haben. Und da kam es eben dann auf die Fassung an. Jede Fassung hat einen anderen Preis gehabt. Die hier, die waren, möchte ich sagen, schon, ja, vielleicht mit 8, 9 Mark pro 1000 Stück. Ne? Der Verdienst. Der Verdienst. Und was hat die Zigarre gekostet? Die Zigarre hier, die kann vielleicht, also wo ich da angefangen habe, dann, da hat die bestimmt so 50, 60 Fänge hat die gekostet. Die Wickel wurden nun in der Form gepresst. Das ist dann hier eine Sorte, die wurde einen Tag zuvor, da wurde die gewickelt. Das ist eine andere Fassung wieder und die ist jetzt gedreht und ist fertig. Und da mache ich die dann wieder zu und hole ein Messer. Erst die hinteren Seiten schön fein abschneiden, dass ich nicht ein Holz schneide. Dann drehe ich rum und was der Kopf ist, den muss ich als letztes schneiden. Weil der ist fester und wenn ich das nämlich ganz genau fest, dass ich da eben immer erst an der hinteren Seite abschneide, damit ich dann den sehen Sie, dann ist der Wickel, dann ist er fertig. Dann kommt er noch zum Zigarren, wo der noch abgespitzt wird und dann kann ich ihn einrollen. Das ist der fertige Wickel, den der Roller dann für seine Arbeit kriegt. Jetzt wechselt Hertha Scherzer ihren Arbeitsplatz, bereitet das Deckblatt der Zigarre vor, um es dann zu rollen. Hier an der Spitze die Rippe, vorsichtig raus, ums Handgelenk rum, war die Rippe sauber. So entsteht nun ein Tabakstreifen, der um den Wickel herum gerollt wird. Dabei gibt es je nach Blattseite eine rechts- und eine links gewickelte Zigarre. Da muss ich aufpassen, dass ich kein Nichtschließer kriege, dass das Deckblatt auf dem Deckblatt liegt. Und wenn ich so halb drin bin, kommt ein kleines bisschen, das ist ein Leim,
Ein Leim rein. Dann wird von der Spitze rein abgeschnitten. Und dadurch, dass das einfache nur einfacher sind, kann ich die dann vorn und hinten abschneiden. Und habe eine fertige, links gedrehte Zigarre. Fein säuberlich in eine auch in Schönegg hergestellte Schachtel verpackt, mit Bauchbinde versehen und versiegelt. So gingen die Schönegger Zigarren in den Verkauf. Nun heißt es aber allgemein, Rauchen sei schädlich. Haben Sie auch gesagt, das Rauchen ist schuld. Wir hatten in unserem Betrieb Arbeiter, die haben nicht geraucht, gab es auch welche. Die sind mit 45, 48 gestorben. Und mein Vater, ich glaube, der hat schon vielleicht schon als junger Kerl angefangen, denn der war 9 Jahre als seine Mutter gestorben. Dann ist er bei seinem Bruder aufgezogen worden. Der ist 89 Jahre geworden und der hat jeden Tag, ich will nicht sagen, aber der hat jeden Tag seine 3, 4 Zigarren geraucht. Ne? Zigaretten hat er nicht geraucht. Ne? So viel zum Thema Rauchen. Im Jahre 1969 waren noch ca. 200 Schönegger, davon 60% Heimarbeiter, in der Zigarrenindustrie tätig. Da kam das aus. Viele fanden in der aufblühenden Musikelektronikbranche wieder Arbeit. Herr der Scherzer selbst ist traurig. Ich habe die Zigarre produziert, habe sie weiterverfolgt in der Herstellung. Hab mich immer dafür eingesetzt, dass alles sauber und ordentlich ist. Und wo sie dann alle war, ehrlich gesagt, das hat mir ein bisschen leid getan. Ne? Und oft einmal denke ich, es wäre vielleicht gut, wenn in Schönegg wieder eine Zigarrenfabrik aufmachen würde und würde so und so viele junge Frauen, und wenn sie als Heimarbeit gehen würden. Ne? Aber jetzt stehen die Fabriken leer.